Seien Sie herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. So heißt es in 1. Mose 18, Vers 19. Abraham hat eine ganz besondere Stellung in der Bibel und in der Religionsgeschichte. Im 1. Mosebuch ab Kapitel 12 wird von ihm erzählt. Eine große Verheißung hält Gott für Abraham bereit, Land und Nachkommen, zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meer. Durch ihn sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, heißt es. Abraham wird zum Stammvater Israels und des Judentums. Aber nicht nur das, er wird auch zum Stammvater der Christen und der Muslime werden. Abraham ist das Bindeglied und steht am Anfang dieser drei Religionen. Abraham, so wird erzählt, hat auch eine ganz besondere Nähe zu Gott. Die beiden unterhalten sich wie zwei gute Freunde, ganz direkt. Gott nimmt Abraham als Gesprächspartner ernst. Denn, so heißt ja die Tageslosung, dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Abraham soll Gottes Botschafter sein. Und weil das so ist, weiht Gott Abraham in seine Pläne ein. Diese Pläne sind nun aber erst einmal alles andere als schön. Gott will nämlich zwei Städte zerstören, weil dort nur Bosheit und Ungerechtigkeit herrschen. Die Rede ist von Sodom und Gomorra. Diese Namen haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben und sind sprichwörtlich geworden. Man muss die Bibel nicht gelesen haben, um dieses Sprichwort zu kennen. Hier geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Gott setzt seinen Botschafter Abraham also in Kenntnis davon, dass er gedenkt, die beiden Städte zu zerstören. Ob er damit rechnet, dass Abraham gegen diese Maßnahme Einspruch erhebt? Abraham verhandelt mit Gott. Also ich verstehe deinen Zorn, aber es könnten ja auch gerechte Menschen dort wohnen. Willst du die auch töten? Und wenn es nur 50 sind? Und Gott lässt sich auf den Handel ein. Gut, wenn 50 gefunden werden, lasse ich ab von meiner Zerstörungswut. Und Abraham handelt weiter. Und wenn es 5 weniger sind? 45? 40? 35? Bis auf 10 Gerechte handelt Abraham Gott herunter. Am Ende werden auch diese 10 nicht gefunden und Sodom und Gomorra werden doch dem Erdboden gleichgemacht, mit Feuer und Schwefel heißt es. Eine archaische Geschichte, eine grausame Geschichte. Und so werden Sodom und Gomorra eben zum Prototyp für Schlechtigkeit. Interessant finde ich vor allem, wie Abraham seine Aufgabe interpretiert und ausfüllt, die ihm von Gott zugewiesen wurde. Botschafter sein. Tun, was recht und gut ist. Das ist die Aufgabe. Und Abraham nimmt diese Aufgabe so ernst, dass er Gott selbst daran erinnert, was recht und gut ist. Was Gerechtigkeit und Gnade bedeuten. Nicht Gott erklärt es hier den Menschen, sondern ein Mensch Gott. Das ist ja eigentlich unerhört. Ich mag diese uralten Geschichten aus dem 1. Mosebuch, in denen Gott so nah ist wie ein guter Freund, noch nicht entrückt in einen fernen Himmel. Was mir besonders gut gefällt, am Anfang der drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam steht mit Abraham eine Figur, dem andere Menschen nicht egal sind. Obwohl er sie nicht kennt, obwohl sie von höchster Stelle schon verurteilt wurden. Er hätte ja auch einfach achselzuckend weggehen können. Aber er kämpft und verhandelt für die Menschen in Sodom und Gomorra, sucht nach Gerechtigkeit und gibt die Hoffnung nicht auf, wenn auch an dieser Stelle erfolglos. Als späte Nachkommen Abrahams ist auch uns diese Aufgabe eingeschrieben, des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Und auch das andere, was hier genannt wird, ist wichtig. Abraham soll es ja seinen Kindern und Nachkommen weitersagen. Also, wenn Sie Kinder oder Enkel haben, erzählen Sie ihnen doch diese alten Geschichten vom Anfang der Bibel, in denen Gott wie ein guter Freund ist,
Erzählen Sie von Gottes Verheißungen und machen Sie Mut, mit diesem Gott zu sprechen, auf dass es immer Menschen geben möge, die danach trachten, des Herrn Wege zu halten und zu tun, was recht und gut ist. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Friedemann Bauschott von der Stephanuskirche in Tübingen.